Hallo und herzlich willkommen zum, ja, wahrscheinlich letzten Witcher 3 Video, zumindest vorerst. Und das hier ist auch tatsächlich kein sonderlich großes Video, wie ihr schon an der Videolänge seht. Es geht hierbei einfach nur darum, dass ich in einem Kommentar gefragt wurde, ob ich nicht mal, ja, die Witcher 3 oder meine Witcher 3 Grafik-Settings zeigen könnte, weil, und das hat mich tatsächlich überrascht, die doch wohl sehr gut aussehen sollen. Wobei, wo ich ja sagen muss, dass ich ja nicht mal die höchsten Grafikeinstellungen gewählt habe. Aber da ich mir gedacht habe, dass es keinen wirklichen Grund gibt, das nicht zu tun, ja, jetzt hier dieses Video. Zunächst einmal wäre vielleicht natürlich interessant, welche Komponenten diese Grafik überhaupt ermöglichen. Da wäre zum einen natürlich der Prozessor. Das ist ein Intel i5 der zweiten Generation, der von 2011 ist. Also der ist, ich habe den Computer mir damals 2011 gekauft und der Prozessor ist auch noch genau der, welcher damals drin war. Also relativ alter Prozessor schon. Und Arbeitsspeicher habe ich 6 GB. Und die Grafikkarte ist eine Radeon R9 280X. Ich packe die ganzen Sachen, denke ich, auch nochmal in die Videobeschreibung. Schreibt die nochmal in die Videobeschreibung. Nur so viel, damit ihr eine ungefähre Ahnung habt. Die Grafikkarte habe ich mir damals 2014 gekauft. Ist also jetzt auch schon wieder etwas mehr als 2 Jahre alt, war Ende 2014, dass ich die mir gekauft habe. Nur damit ihr so eine grobe Richtung habt. Und ja, jetzt können wir natürlich dann auch mal in die Grafikeinstellungen selbst gehen. Und mal schauen, was ich da so genau eingestellt habe. Das ist alles nicht das, was benötigt ist. Fangen wir mit der Nachbearbeitung an. Da habe ich, glaube ich, den Großteil eingestellt und auf hoch. Die Umgebungsverdeckung habe ich tatsächlich nur auf SSAO. Ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so großartig mit den ganzen Grafik-Settings aus, aber es reicht, meine ich. Und ich glaube, beim Höheren würde dann die Framerate ein bisschen einbrechen, zumal ich ja nebenbei auch noch aufnehmen muss. Framerate ohne Aufnahme, kann ich ja mal sagen, ist in der Regel so bei 40 Frames per Second. Also ihr kriegt mit den Einstellungen und dem Setup, das ich habe, keine 60 Frames pro Sekunde hin, was meiner Meinung nach bei einem RPG auch nicht zwingend notwendig ist. Ab und an kommt er tatsächlich sogar auf die 60 Frames, das kann man aber auch dazu sagen, kommt drauf an, wo ihr euch befindet. Manchmal fallen sie aber auch tatsächlich auf 30. Kommt immer, wie gesagt, ganz darauf an, was auch los ist. So, hier habe ich, wie gesagt, im Prinzip den Großteil eingestellt. Und das läuft alles noch ganz gut. Und in den allgemeinen Werten habe ich die V-Sync ausgestellt. Die lohnt sich ja sowieso nur, wenn man wirklich viele, sehr gute Grafikeinstellungen hat. Maximalen Bilder, wie gesagt, ist im Endeffekt nicht wichtig, aber 60 Frames per Second, wie gesagt, die Anzeige gut, das heißt einfach nur, dass es mir auf Bildschirm 1 angezeigt wird von den 2 in Auflösung, Vollbild quasi, 1920x1080, ist halt mein Bildschirm, mehr gibt der sowieso nicht her. System-Gamma-Einstellung, ich denke, das ist einfach nur dieses Gamma, was ja im Prinzip ein bisschen für die Helligkeit dabei ist, deswegen denke ich mal, dass das gar nicht mal so wichtig ist dafür, wie es genau aussieht, also wie die Grafikpracht ist, sage ich mal. Hier ist natürlich die Sache, die habe ich alles ausgestellt. Einerseits, weil ich natürlich eine Radeon habe und das, glaube ich, für Radeon nicht mal großartig unterstützt wird. Und andererseits, weil das auch wirklich viel, wirklich viel Arbeitsspeicher beziehungsweise auch Arbeitsspeicher der Grafikkarte frisst. Also das könnt ihr wirklich nur machen, wenn ihr eine wirklich gute Grafikkarte habt. Ich glaube, da braucht ihr wahrscheinlich so eine der neuesten GTX, damit das dann trotzdem noch alles flüssig läuft. Anzahl an Hintergrundcharakteren habe ich tatsächlich auf höchste gestellt. Ist natürlich die eine sehr rechenaufwendige Größe, muss man ganz klar sagen. Aber ich denke, das ist halt für die Atmosphäre noch am wichtigsten. Und bei dem Rest habe ich mich tatsächlich auf hoch belassen. Das, denke ich, reicht an sich und hat mir im Endeffekt ich hatte damit jetzt auch keine größeren Probleme. Wie gesagt, an sich habe ich relativ hohe Einstellungen, außer eben die Nvidia Herworks. Aber wie gesagt, mit dem Setup, das ich fahre, also wenn ihr da vor allem eine Grafikkarte habt, die halt nicht von 2014 ist, sondern vielleicht sogar von 2016, dann seid ihr eigentlich relativ gut dabei mit und vielleicht noch einen etwas besseren Prozessor. Ja, das wollte ich mal zeigen, wie gesagt, nicht perfekt, aber doch schon relativ hoch, wie ich denke. Und da bin ich auch recht stolz drauf, dass ich das halt, wie gesagt, hauptsächlich mit einem Rechner von 2011 geschafft habe, das nicht nur zu spielen in einer ordentlichen Framerate, sondern sogar tatsächlich in 30 Frames flüssig aufzunehmen. Und ja, ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Wie gesagt, ich wurde gefragt und hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Und ja, das war's dann jetzt tatsächlich aber von Witcher 3 und wir sehen uns dann beim nächsten Projekt, das dann gleich um 19 Uhr starten wird. Bis gleich.